Die nächste Auswärtsfahrt führte unsere Mannschaft nach Ostwestfalen. In der Schüko-Arena wartete Arminia Bielefeld, ein Bundesliga-Absteiger, der seinen Erwartungen in dieser Saison noch nicht entsprechen konnte. So richtig los ging das Spiel dann auch erst in der 23. Minute. Jan Schöppner probierte es mal aus der Distanz. Ein Schuss, der die Offensivbemühungen des FCH in diesem Spiel widerspiegelte. Der Wille war da, nur wurde es zu großen Teilen der 90 Minuten einfach nicht gefährlich. Anderes konnte Bielefeld in dieser Situation über sich behaupten. Lassmel nach Zuspiel von Hack. Das Ganze nach knappen 30 Minuten. Der Ball ans Außennetz. Nur zwei Zeigerumdrehungen später. Wieder die Arminia. Dieses Mal über Konzbruch. Der tankt sich da durch, richtig stark, schönes Solo, aber der Abschluss, da fehlt's am Ende ein kleines bisschen an Präzision. Also auch dieser Ball in einer bis dato chancenarmen ersten Hälfte nicht im Tor. Neben diesen beiden Abschlüssen nur noch diese Aktion von Lassmel, da taucht Müller richtig stark ab, wie er den rauskratzt. Das macht er wirklich richtig gut, zeigt seine ganze Klasse. Und auch in den zweiten 45 Minuten ein ähnliches Bild. Wenige Chancen, wenn dann aber eher für die Arminia. Wieder Konzbruch, aber zunächst Teuerkauf und dann Meinker verhindern hier den Gegentreffer. Das wohl eine Aktion, die reingehen könnte. Wenn du oben drin stehst, wenn du 16. bist und unten bist, dann wird so einer halt geklärt. Schmidt wechselte danach, brachte unter anderem Sessa und Schimmer. Kleindienst jetzt aber mit dem Ball in die Mitte. Dann im ersten Versuch Sessa. Und da ist er, der Mann, der gerade erst verlängert hat. Stefan Schimmer mit dem 1:0. Frank Schmidt bewies ein goldenes Händchen, denn es war das Tor zum Sieg in der 74. Spielminute. Danach passierte nämlich kaum noch was. Bielefeld versuchte es natürlich in den verbleibenden 15 Minuten, aber der FCH in diesem Spiel in der Defensive einfach zu stabil. Und so gab es den nächsten Sieg für unsere Mannschaft. Cooler Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe unter der Woche viele Nachrichten bekommen, dass es wieder klassisch wäre, wenn man einen Vertrag verlängert, dass man dann am Wochenende vielleicht dann ein entscheidendes Tor macht. Und so war es dann heute auch. Bin sehr happy, dass wir die 3 Punkte einfahren und ja, jetzt wieder neue Aufgaben haben. Sonst würden wir auch nicht vorne stehen. Wenn wir das dieses Jahr nicht auf unsere Seite ziehen, solche Spiele, die Jungs oder wir haben uns komplett in die Zweikämpfe geworfen, war ein sehr brisantes Spiel, würde ich es nennen, mit dem guten Ende für uns heute. Wir haben heute gegen eine gute Bielefelder Mannschaft gespielt, auf jeden Fall. Viele lange Bälle, viele zweite Bälle. Ich glaube, wir haben die Duelle sehr gut angenommen, gefightet bis zum Schluss. Und ja, dann muss eine Chance oder eine gute Chance reichen, dass du 1:0 heimfährst. Ja, ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Am Ende haben wir dann die eine Chance genutzt und am Ende alles wegverteidigt. So, dass wir, ja, wir mussten 2-3 Situationen vielleicht überstehen, aber am Ende sind wir umso glücklicher, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen konnten. Jetzt haben wir natürlich eine super Ausgangslage. Es wird wieder 20:30 Flutlicht vor der Arena. Wir haben es gegen Hamburg gesehen, es war ein Spektakel, leider am Ende zu viel Spektakel. Wir wollen wieder voll drauf gehen, wir wollen wieder um die 3 Punkte kämpfen, mit den Fans im Rücken und dann wird es ein spaßiger Samstag hoffentlich.